Stürmischer Morgen, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Nach dem Wetterbericht soll es heute Nacht anfangen zu regnen und dann morgen übles Gewitter geben. Weshalb ich schon am Überlegen bin, ob ich heute entweder durchfahre bis Sibiria, was aber 120 Kilometer sind, mit Bergen, leider nicht Flachland, oder ob ich in eine Herberge einkehre, weil das Problem ist ja, wenn mein Zelt erstmal nass wird, dann ist es halt nass, ne? Und wenn ich dann einen Tag später im Hostel einkehre, dann bleibt es da nass und das ist eigentlich scheiße. So, jetzt kurze Windstille. Also hier so sieht es aus. Hier habe ich gecampt, jetzt ist es schon weg. Da liegt noch der letzte Rest, leider. Da sind auch die Traktoren, die schon das Feld bestellen. Und die Vögel, die sind die weißen Punkte da, die warten auf Happa Happa. Ja, ich habe gestern ein bisschen Zeit vertrödelt dabei, in so Abrisshäuser zu gehen, weil ich dachte, da kann man eventuell auch drin schlafen oder so, aber die sind alle so abgefuckt und voll gekackt. Das ist echt unglaublich. Also jeder Zweite, der da reingeht, scheint da eine Wurst reinzulegen. Also vielleicht sind es auch irgendwelche Tiere, die da reinkacken, aber da war auf jeden Fall noch Klopapier. Genau, bei dem zweiten, wo ich dann drin war, da sah das eigentlich gar nicht so schlecht aus, zumindest draußen. Da war irgendwie eine Wiese, die aber ummauert war. Da dachte ich, das ist eigentlich ganz cool. Und als ich wieder rauskomme, sind damit eben mal zwei Leute. Da dachte ich so, naja, dann gehst du lieber wieder. Aber dann bin ich noch an denen vorbei und haben wir, weiß ich nicht, ich glaube, die Frau hat mich angequatscht und das war ein Goldgräber. Also auch sowas Skurriles. Die hatten so ein Metalldetektor dabei und der meint, die gehen immer in Abrisshäuser und suchen dann irgendwie quasi nach vergrabenen Schätzen. Naja, was es alles gibt. Aber dann bin ich, dann war mir dann, dachte ich, wenn dann doch tatsächlich Leute vorbeikommen, ich meine, das war wahrscheinlich der totale Zufall gewesen, aber ich dachte, naja, das muss ich mir jetzt nicht geben. Und bin dann weitergefahren und dann ist aber mittlerweile schon so dunkel gewesen, dass das hier das nächstbeste war, was ich eben finden konnte. So mehr oder weniger am Straßenrand. Immerhin so halbwegs geschützt von dem Bäumchen, was hier steht. Naja, jetzt packe ich mal ein und dann in 8 Kilometern soll es angeblich einen Supermarkt geben, wo ich mir ein bisschen Wasser kaufen kann. Ich habe keinen Tropfen Wasser mehr. Und habe ich schnell noch Wasser. 6,5 Liter haben jetzt anderthalb Tage gehalten, nicht mal. Naja, doch, anderthalb Tage ziemlich genau. Tja, naja, wenn die Sonne so auf einen runterbrennt. Das ist blöd. Die Sonne ist, wenn die Sonne brennt, dann ist halt in der Sonne warm, aber der Wind an sich ist kalt und dann geht es immer bergauf und heute sollen Böen bis 30 km/h sein. Naja, so eine Bergaufböe bis 30 km/h, da habe ich schon noch richtig Lust drauf. Na gut, mal gucken, wie das wird. Das Wetter klart ein wenig auf, nachdem ich hier über diesen krassen Berg drüber bin. Also, wenn man ihn sich anguckt, dann sieht er gar nicht so krass aus. Aber wenn man danach ins Tal guckt, dann sieht man halt, dass da ganz schön Tal ist, wo die Sonne auch scheint. Und boy, war das anstrengend. Und wie ihr seht, jetzt geht es 8% nach unten. Und 8%, das heißt schon was. Das heißt, ich kann nicht so schnell kurbeln, wie mein Rad beschleunigt. Eigentlich ein bisschen schade, weil ich das ganz gern mag, sozusagen immer noch ein bisschen dazu zu treten. Aber irgendwann geht es dann halt nicht mehr. Ja, mal gucken, vielleicht ist ja der Berg auch eine Wetterschneide gewesen und es wird da hinter dem Berg gar nicht regnen, das muss ich gleich mal nochmal mit der App auschecken, aber naja, also der massiver Gegenwind und Berg und zum Glück kein Regen. Ich hoffe, dass das jetzt so weitergeht. Also laut topografischer Karte müsste es ab jetzt einfach flach sein wie die Brüste von Chinesinnen. Oh, der war schlecht. Nein, mal gucken, was die Wetter-App sagt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich es in einem Jahr habe.